Ja, hallo Freunde, hier ist der Baumbaum und hier ist die nächste Doppelfolge, Gastreplay-Doppelfolge sind wir diesmal. Und zwar einmal der KV-1, ja, der KV-1 von den Russen, eingesendet von Aldeso aus meinem Clan, und einmal der Churchill 3, auch von den Russen, aber ein Premium-5er Heavy, eingesendet von Mike Fritsch. Also, fassen wir das Ganze noch einmal ganz kurz zusammen. Zweimal Heavy, zweimal Tier 5. Zweimal Russisch, zweimal Fjorde und zweimal sogar derselbe Startplatz, also dieselbe Startposition. Ihr seht das Ganze dann also zweimal aus der gleichen Perspektive, einmal mit dem KV-1 hier, der eine dickere Kanone hat und einen längeren Reload, und einmal mit dem Churchill 3 in der zweiten Runde mit einer kleinen Kanone und mit einer super schnellen Reload-Zeit. Im Übrigen der Churchill 3 jederzeit käuflich erwerbbar im Premium-Shop. So, jetzt lassen wir die Runde hier mal laufen. Ja, gefällt mir richtig gut. So mit dem deutschen Wappen noch drauf. Die Gunmark hat da drauf. Jo, lassen wir mal die Zeit laufen. Da gucken wir mal. Gucken wir mal. Schauen wir mal hier um. Die Karte ist von der Größe her okay. Ich will halt eben immer nur sehen, welche Fahrzeuge sind noch im Match. Und ja, XVM habe ich nicht mehr drauf. Das muss ich jetzt nicht im Vorfeld immer sehen, wer wie gut ist und so weiter. Es reicht mir, wenn ich die Damage-Anzeigen sehen kann, die WN8 vielleicht noch. Boah, und ich habe mir oben in der Mitte noch die HP, den HP-Pool reingemacht. Okay, also KV-1, wir gucken uns noch schnell die Kanone an, bevor es losgeht. 85 mm, 120 Durchschlag, 160 Schaden und ja, APCR hat da keine dabei, also schwätzen wir auch gar nicht darüber. 43 Durchschlag mit HE und 280 Schaden. So, wir gucken nachher mal. Das ist auch der Grund, warum ich XVM nicht drauf habe. Hier könnt ihr lesen. Hat sonst noch jemand ein Problem mit XVM? Ne? Also XVM, das kann man sich ja drauf machen, aber ich brauche das nicht. Okay. Ja, er fährt nicht die klassische Heavy-Route, also da hinten lang. Ah, sondern er fährt hier in die Mitte. Er fährt hier schnurstracks in die Mitte. Ah, kann man mal machen. Er ist ja hier kein Top-Tier, weil es sind hier noch ein paar Sechser in diesem Match. Ne? Also wir gucken da einmal hier drüber. Standardgefecht und Tierstufe 6. So, jetzt gehen wir in seine Sicht. Ja, ne? Den wollte er haben, der Leopard. Den wollte er echt haben. Das muss man nur aufpassen. Ja, er ist der nicht von schlechten Eltern, und der Chino-Kai dahin, der hat auch eine gute Kanone. Also immer Vorsicht. Ja, das war nur 134er Schelle vom Chino-Kai, ne? Also der kommt dann schon bei ihm durch, ne? Und auch mal eine 137er Schelle nachher, aber dann ist es geschehen um den Chino-Kai. Ja, 700 Damage. 3 Hits, 4 Hits. Da war doch noch der Leo. Komm, trau dich, Brauner. Jetzt schiebt er das Wrack. Oh, hier, Kamikaze-Aktion, ne? Er hat den aber geschafft, er hat den geschafft. Ah, schade. Ja, sein Clan-Kamerad, sein Zug-Kamerad hier, wer ist das, der Eumel, oder wie heißt der? Ja, Leopard, schön. Nur noch die Kette gezogen, wie es aussieht. Ja, Leopard, dann war's das, ne? Erster Kill. Was haben wir denn hier? Der ist aber auch, also, der ist auch schmerzfrei. Der ist auch schmerzfrei hier mit seinem T34. Und guckt euch mal an, das ist ja wie Scheibenschießen hier. Die betteln ja drum hier. Zweiter Kill. Die betteln echt drum. Der ist auf der anderen Seite, da kommst du nicht dran. So, was haben wir noch da oben? T67. Da kannst du jetzt HE schießen. Gut, der M4 dahinter, der hat noch eine gedrückt. Und denkt dran immer, hier unten im Tal, ne? Ist noch der T3485. 1500 noch was Schaden haben wir bis jetzt. Zwei Kills, glaube ich, oder? Zwei müssten es sein. Ja, jetzt sind es drei.
Ja, genau. Jetzt würde ich da unten hochfahren. Der hat jetzt geschossen. Und tschüss. Genau. Das müsste der vierte Kill gewesen sein. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen. Wir sind bei 1000, knapp 1800 Damage. Jetzt ist noch der Churchill 1 da. Der Churchill 1 ist da hinten rumgekommen und legt sich, legt sich gerade mit dem KV-1 an und nimmt den noch raus. Ist aber jetzt auch selber One-Shot. Was haben die noch? Ein Skoda T25, ne? Der 6er Autoloader Medium von den Tschechoslowaken. So, Aldeso, dann würde ich doch mal sagen, ne? Der ist noch dein. Nimm dir den Kill noch. Da hat der Churchill eigentlich keine Chance. Das weiß der auch, das weiß der auch. Aber man soll den Churchill nicht unterschätzen. Ja, vor allen Dingen an der Wanne ist der gut gepanzert. Auf den Turm musst du schießen, Aldeso, auf den Turm. Ja, also, da haben wir's. Ja. Das müsste der fünfte Kill gewesen sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, und dahin fallen sie jetzt wie die Hornissen über den Skoda her. Und da war es das. Ja, ich würde sagen, 6000 noch was WN8. 1800 ja, Schaden, ohne vielleicht noch die blind getroffenen Fahrzeuge. Ich meinte, es wären 5 Kills. Das seht ihr aber auch in der Auswertung jetzt gleich. Und ja, ich glaube, ja, so 400 Damage hat er geblockt. Also alles in allem eine schöne Runde mit dem KV-1. Das war der eine Russenpanzer. Und bleibt dran, jetzt kommt der andere Russenpanzer. Und dann können wir mal vergleichen, wie der sich hier verhalten hat. Bis gleich. Ja, Freunde, und hier sind wir in der zweiten Runde. Hier ist der Churchill 3, gefahren von Mike Fritsch. Und ja, alles andere ist ja eigentlich schon gesagt, ne? Wir sind auf derselben Karte. Ich glaube, die beiden Panzer haben sogar am selben Platz gestanden, ne? Müsste ich jetzt selber mal gucken. Spult mal zurück und guckt mal. Ich glaube, der steht sogar am selben Platz. Naja, egal. Also, die Fjorde sind fest in russischer Hand. Wir fahren los. Ja, wie gesagt, der Churchill 3, ihr seht es unten an der Munition, der hat über 140, also ja, über 100 Schuss dabei, 57 mm nur, also der KV-1 hatte ja 85 mm. Hier haben wir 110 Durchschlag und nur 75 Schaden und mit Goldgranaten hat er 180 Durchschlag bei 75 Schaden, HE-Granaten hat er keine dabei. So, wir sind jetzt echt gespannt, wie sich der Churchill 3 jetzt hier verhält. Er ist Top-Tier auf in dieser Runde, ne? Also eben waren ja noch ein paar Sechser dabei. Ansonsten sind das hier fast alles dieselben Fahrzeuge, wie sie auch eben darum getuckert sind, ne? Tier 3, 4, 5 und also meiner Meinung nach der Churchill 3 hier ganz klar OP, ne? aber auch ein Churchill 1 wäre hier wirklich massiv OP, würde ich mal sagen. Ja, also wenn du mit den Dingen in ein Tier 5 Gefecht kommst, dann fährt... Okay, da kann man mal machen, ne? So, also wie gesagt, wenn du mit dem Ding hier in Tier 5 Gefecht kommst, dann ist natürlich... da ist die Welt in Ordnung. Aber ich war jetzt schon... Ich fahre ja den Churchill 1 leidenschaftlich gerne. Und wenn du mit dem in ein Tier 7 Match gerätst, dann ist gleich schon mal... Ja, dann kannst du gleich schon mal die Fahrkarte ziehen. Klick Garage heißt es dann. So, der KV-1 stand ja eben da vorne. Hier vorne rechts. Ja. Und wie man sieht, fährt er hier jetzt ganz den anderen Weg. Er fährt die Heavy-Linie. Ich glaube, er fährt sie alleine. Außerdem... Entschuldigung. Außerdem Panzer 4H da vorne. Da muss ich hier gähnen während dem Video. Das ist der Hammer. Außerdem Panzer 4H da vorne ist hier jetzt keiner, ne? Also der AT2, ja, der fährt in die Mitte, weil guckt euch mal an, was in der Mitte abgeht, das ist ja wohl der Hammer.
Erinnert mich gleich wieder. Oh, wir müssen jetzt hier hingucken. Wir müssen hier hingucken. Hier brennt jetzt die Luft. Jetzt gucken wir mal, wie schnell der schießt, ne? Also das sind, ich schätze mal, 3 Sekunden. Ne? Ich habe jetzt auf keine Werte in meiner Garage oder so irgendwo geguckt. Kann ja auch jeder selber mal machen. Im Übrigen gibt es das Fahrzeug ja im Moment immer eigentlich zu kaufen. Und kostet auch nicht so viel. Ist ein super Pushpanzer auf Tier 5, würde ich sagen, für russische Gruß. Ne? Und er holzt hier, ich weiß gar nicht, die... Ah, hier steht er doch. Jetzt kann man schießen. Ne? Und das ist eigentlich ein bösartiger Gegner, wenn der S35CA ihn mit der dicken Kanone richtig trifft, dann macht er ganz böse Löcher, ne? Also ja, 3001H, 5er Heavy, guckt euch das an. Tschüssikowski. Also ja, das ist jetzt also wirklich, das ist auch so eine Nähmaschine wie die Matilda, wie der B1, B2. Churchill 1, das sind, gut, wenn der AT2 die kleine Kanone drauf hat, ist das genauso eine Nähmaschine. Oh Gott, hier kommt der nächste. Fuser 4. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da fällt der Baum, da kommt schon der nächste. Ein Hetzer. Das erinnert mich an ja, das lässt böse Erinnerungen aufkommen. Ja, ne? Auch Tschüssikowski. So. Ihr wisst das noch, ne? B2 gegen Hetzer. Jetzt gucken wir mal, wie er hier durch. Ah, jetzt guck. Er hat Premium-Munition geladen jetzt. Jetzt hat er Gold geladen. Weil er weiß genau, der Hetzer von vorne wird schwierig zu penetrieren. Deswegen fährt er jetzt auch hier nicht einfach um die Ecke. Der Hetzer wird nur schon eine drücken. Und der schießt HE. Und ja, also ist ein Hetzer ist immer noch eine Macht irgendwo. Ne? Also vor allen Dingen, wenn der dann die dicke Kanone drauf hat, dann macht er Löcher. Guckt euch das an. Der kommt durch. Mit 186 hat er den jetzt penetriert. Aber der Hetzer darf natürlich nicht... Jetzt kommt der nächste Jagdpanzer. Ich komme hier gar nicht mehr nach beim Zählen. Also wie viel Hits hat denn der jetzt hier schon gelandet? Oh Gott, stimmt. Sturmgeschütz 3. Oh Gott. Und er ist immer noch mit Premium. Das wird auf jeden Fall eine teure Runde. Da bin ich echt nur auf die Auswertung gespannt. Und der ist auch Geschichte. Meine Fresse. Also 1500 Damage haben wir mittlerweile. Da liegt er immer noch hinter dem KV1 von eben. Mit 5 Kills ist er mittlerweile gleich auf. Aber ich weiß nicht, wie viel Munition der hier verballert hat. Also das war mal locker. Da können wir ja nachzählen. Er hat jetzt noch 93 Granaten, 140 waren es. Ne? Nach Adam Riese 47 Schuss. Und das in... Na, noch keine 5 Minuten. Ja, da ist er. Ist was los hier, ne? Da ist was los. Russenpower. Wobei, der Churchill ja eigentlich ein britischer Panzer ist, ne? Naja, okay. Kann ja jeder mal nachgucken und nachlesen. Steht ja dabei, bei dem Fahrzeug, was so ein bisschen geschichtlich kann man sich angucken in der Garage, beziehungsweise im Premium-Shop. Und, das muss ich ja nicht alles erzählen. Ich erzähle ja schon viel bei den Warships, aber hier bei den Panzern, da erzähle ich ja nicht über jedes, auch noch über jedes Fahrzeug, wer das wann, wo, wohin gefahren hat und so weiter. Das kann sich ja mal jeder selber angucken dafür. Die paar Minuten Zeit müssen ja sein. B1, das ist der Franzosen. Ist das Franzosen Gegenstück von dem B2. Den ich ja vor ein paar Tagen Let's Played habe. Das ist das Gegenstück, das ist der französische Heavy, den man sich erleveln kann. Ist eigentlich kein großartiger Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen. Und der wird jetzt angegriffen vom Panzer 3 und ja, ne, da kracht er dahin. Bum, 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 weg. Gut, der Panzer T25 steht wohl auch noch da oben rechts irgendwo. Das ist also nicht so einfach hier jetzt vorzufahren. Ah, da kommt er, da kommt er. Jetzt hat er wieder Premium. Oder hat er immer noch? Also bei der schnellen Schussfolge und bei dem Geballer hier, da kann man gar nicht mehr nach. Ne? Da kann man gar nicht mehr folgen.
Jetzt hat er fast 30 Granaten Premium-Munition verballert. Ich bin echt mal gespannt, was der da, was das alles kostet hier. Oh. Oh, Panzer 25. Ich glaube, das ist es gewesen. Ja. Eine Premium-Granate ist noch da. Eine ist noch da. Kommt hier noch den B1. Oh. Na gut, der B1 hat noch so eine. Leck mich am Arsch. Ey, wie viel? Der hat jetzt fast 70 Schuss abgegeben. Wir sind bei 63 Schuss, die er rausgehauen hat hier. 63 Schuss. Und davon alleine 30 APCR. Aber es ist okay, ne? Also man kann erstens mal gegen den Hetzer APCR feuern. Ne? Hat man ja bei mir gesehen. Und der hier hat nicht viel mehr. Der hat nicht viel mehr, was er raushauen kann. Ne? Also die Kanone ist nicht viel stärker als die vom B2. Jetzt holst du hier noch ein paar Granaten in die Pampa. Charge, nice Cheat. Ja gut, also kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ne? Also welcher Cheat? Wenn du da oben rausfährst und lässt dich da wegholzen, ne? Was, da braucht keiner zu cheaten. Dann ist das halt so, ne? Boah. Ja, Wespe, durch die Kirche schießen. Ja, okay, also. Die WN8, glaube ich, die ist ungefähr genauso wie eben, oder? Da war noch auch was mit 6000 oder so, ne? Dann haben wir hier aber knappe 2,2 an Schaden, 6 Kills und ja, ne? 69 Granaten verballert bis jetzt. Hammer. Also Churchill 3, das ist echt, das ist eine Nähmaschine. Das ist eine Nähmaschine. Ja, jetzt geht er noch auf den B1 drauf. Er hat jetzt nicht mehr viel Life. Ob der B1 ihn penetrieren kann, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also ich würde da jetzt auch nicht viel Geschiss machen. Er hat den Krieger in der Tasche und... Komm, drauf! Holz den weg! Wie gesagt, hier würde ich jetzt nicht mehr viel Geschiss machen. Ah, oh, da prallt er ab. Schade, das wäre es gewesen. Aber auch so... Das Ding ist durch, die haben gewonnen und das war halt dann jetzt mal so die andere Variante. Ne? Der KV-1 hat mir gekämpft und hat gewartet und der Churchill 3 hier, der hat gesagt, komm, wir fahren da hinten rum und wir holzen alles weg. Vor allen Dingen bei dem Matchmaking und jetzt fällt mir der Scheißname nicht ein, bei dem Setup. Weil die Gegner an Panzern hatten, hatte sich das einfach so, ich sag mal, zugetraut und hat gesagt, komm, ich fahre da hinten rum und ich lasse mich hier nicht stoppen. Und das hat ja auch funktioniert, ne? Gut, ein bisschen Goldmunition hat er natürlich verballert, aber insgesamt gesehen war das auch eine geile Runde und die ganzen Hits und Kills, die musst du trotzdem erstmal machen, ne? Also du kannst zwar hier Goldmunition laden, so viel wie du willst, aber... Trotzdem musst du das erstmal spielen, das Ding. Okay, ich hoffe, die zwei Runden haben euch gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn sie da ist. Hier ist der Bam Bam und hier ist das nächste Let's Play oder Gast Replay, wie in diesem Fall. Bis dahin, Tschüssikowski.